Ich bin der König der Welt! Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und ja, wir zocken heute Wildlands 2. Und ja, ich weiß, Wildlands ist jetzt ungefähr ein Jahr alt. Aber der Entwickler hat mir eine Anfrage gestellt, und ob ich das Spiel mal testen möchte. Und klar, habe ich gesagt, würde ich gerne testen. Ich fand Wildlands 1 schon ganz gut. Und ja, Wildlands 2 setzt da auch ganz gut an. Diese Mechanik, diese Schwingmechanik mit den Greifhaken funktioniert echt top. Und ja, ich habe auch überhaupt keine Motion Sickness gehabt während der ganzen Phase. Ich habe jetzt über eine Stunde gespielt und überhaupt kein Problem gehabt. Also, und das ist gerade auch nicht gerade, sage ich mal, anspruchslos für VR Motion Sickness anfällige Leute. Und ja, also das macht das Spiel echt gut. Wenn es ruckelfrei läuft, funktioniert die Mechanik auch super. Also man kann sich echt super geil schwingen. Das ist fast wie Spider-Man. Aber ich musste mal wieder in den Video-Settings ein bisschen rumspielen und die Grafik verbessern. Und ja, da fing das Spiel dann an zu ruckeln. Und ja, nach dem Neustart war dann wieder alles okay. Und ja, das seht ihr nachher auch im Video. Ich hoffe, das Video ruckelt nicht zu sehr. Aber da war es dann nicht mehr so einfach möglich, diese Flächen, wo der Haken halt greifen kann, zu erwischen. Also es war gar nicht mehr so einfach. Aber ja, nachdem es dann wieder neu gestartet ist, das Spiel, und ruckelfrei lief, war das wieder echt top. Also geiles Feeling, so rumzuschwingen. Ist natürlich eher was für Leute, die so ein bisschen ruhigere, verträumtere Spiele mögen, sage ich mal. Es ist ein bisschen Action dabei, aber meiner Meinung nach eher so ein bisschen ruhiger. Also das muss man schon mögen, aber ich fand es echt cool. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Steam-Seite an. Und ja, hier sind wir auch schon bei Wildlands 2. Ja, 15. November 2018 erschienen, also fast ein Jahr alt. Kostet 25 Euro und ich kann jetzt leider noch nichts zur Spielzeit sagen, also zur Spieldauer, wie lange man da wirklich dran spielt. Wenn es jetzt nicht wirklich viel bietet, ist 25 Euro natürlich viel, aber wenn es viel Gameplay-Inhalte hat, dann ist das auch gerechtfertigt, ist gut umgesetzt. Hat auch einen Multiplayer-Modus, online und lokal, also so einen Koop-Modus. Habe ich jetzt leider nicht getestet. Ich wollte jetzt unbedingt mein neues System hier, meinen neuen PC testen. Und ja, auf die Schnelle hat natürlich, ja, muss man dann auch Leute finden. Und ja, habe ich jetzt halt erstmal nur alleine probiert. Und ja, also ich mag das Spiel und ich werde es eventuell also nochmal mit jemandem zocken. Zu zweit macht das mit Sicherheit auch nochmal Bock. Gibt es auch in so einem Bundle, ne? 51 Euro ist natürlich viel, da hat man Wildlands 1, 2 und alle DLCs dabei, ist natürlich nicht ohne. Aber ja, ich habe auch mit der Valve Index gespielt, wird auch komplett unterstützt, funktioniert auch echt super. Ja, HTC Vive, Oculus Rift und VMR-Brillen, also alle dabei. Ihr könnt im Sitzen spielen, im Stehen spielen. Also mir macht sowas im Stehen jetzt mehr Spaß. Ja, und hier sehen wir die Phasen, wo wir diese Roboter zerstören müssen. Und da habe ich mich am Anfang echt blöd angestellt. Aber ja, werdet ihr gleich auch sehen. Aber da fing auch das Spiel schon an zu ruckeln. Und ja, aber am Anfang weiß man auch nicht ganz genau, wie macht man die kaputt, was können die machen und ja, welche Abwehrmechanismen haben die Roboter. Muss man erstmal gucken. Ja. Das war's erstmal zum Spiel und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. So, da sind wir bei Wildlands 2 und ja, sieht echt fantastisch aus, irgendwie so, ja, schöne bunte Welt, verträumte Musik, ist auf jeden Fall stimmig. Ja, hier haben wir unser Pult und ja, wir spielen jetzt im Singleplayer. Da habe ich eben mal ganz kurz das Tutorial so ein bisschen getestet und wir fangen jetzt einfach mal neu an, damit wir auch alles mitbekommen und ja, ich würde sagen, legen wir los. Wir spielen auf normal, also wie immer eigentlich. The Lizard Tribes once warred for control of the Holy Mountains. Yet they existed in balance with the world and the holy site.
Into their world came a mad demon. Stargate. And with it, human slaves bound by terrible magic. The creature set its malevolent gaze upon the sacred mountains. From the portal, its mechanical legions poured, laying waste to all they could find. The world grew sick, and fertile land became barren sand. Yet among the human slaves, a golden-eyed hero came, who could turn the demon's power against it. In a final battle, the hero lured the demon into a trap and destroyed the creature. With its death, the portal closed and machines fell. The natives and their human allies returned to a simpler life. Yet even dormant, the war machines remained dangerous. Among the humans, there are once more those born with golden eyes. Boah, die ist leicht weg. Wegziehen ist komisch. You are an apprentice hunter, journeying with your master to an island of sacred mountains, dangers and mysteries. Wir wollen spielen. Oh. Das Schiff fährt. Guardian! Ja, ich bin hier, du hast die Augen zu. Keep an eye out for danger. Wo ist die Gefahr? Da hinten sehen wir was. Titan! Da! Shoot the weak points! Oh, komm! Ich bin der König der Welt. Ja, ich bin Hunter. Look alive. There's killer robots ahead. Mako's waiting for us by the village. I'll race you. Komm, ich spring mal dahin. Wow! Oh, ich bin gestorben! Wow! Was haben wir denn hier? Boah, da haben wir Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt. Kann man hier irgendwas machen bei den Dingern? Nö, okay. Oder? Oh, was jetzt? Irgendwo ist was passiert. Das ist schon cool, also ich bekomme hier überhaupt kein Motion Sickness Gefühl. Und es ist nicht gerade langsam, ne? Also wir werden beschossen, oder? Da hinten. Ach, guck mal, süß. Na du.
and retrieve the crystal power unit. Go on, go! Trifft da auch mal einer von. Komm ich hier irgendwo hin? Okay, komm. Wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang. Und das schnell. Ich werde das auf jeden Fall so ein bisschen nochmal... Wow. Die Grafik runterschrauben. Weil es, also man merkt es schon, dass wenn es schnell geht, das ein bisschen ruckelt. So, weiter geht's. Halt dich fest, halt dich fest. Also wieder. Ich hab den getroffen, der mich auch, oder? Okay, ich muss da hinten hin. Dann probieren wir mal unser Glück hier. Wow! Nein! Okay, nochmal. Läuft's aber gerade nicht so gut. So, komm. So muss sich Spider-Man fühlen. Oh, wir müssen eine ganz lange Tour machen. Versuchen wir den Weg. 200 Meter noch. Nein! Ah, wir haben überlebt. Aber kommen wir jetzt auch hier nochmal weg? Nee. Müssen wir Respawn machen. Wir brauchen ein Upgrade. Wir brauchen längere Schlingen hier. Was man manchmal nicht merkt, mit welchen man gerade zielt. Die müssten andere Farben haben, das wäre cool. Links und rechts. Oh, das ist was Großes. Das ist was Großes. Das heißt, wir versuchen jetzt da mal hinzukommen, ne? Es bleibt aber auch beim Versuch. So, komm.
Wow. Komm da oben hin. Ja, jetzt hast du keinen Schutz mehr. Was macht er jetzt? Oh, wir haben eine geile Stelle gefunden. Okay, die Stelle war nicht gut. Sehr heftig, wie schnell der uns down bekommt. Wo ist er? Ach, hau doch ab. Doch keiner mag den, oder? Deshalb ist er auch so böse, weil... Den mag niemand. Jetzt müssen wir unbedingt in der Luft bleiben. Denn er hat wieder... Wie soll man sich dagegen schützen? Klar, man kann jetzt hinter diese komischen Dinger da, aber da komme ich gar nicht hin, weil der mich so schnell hat. Okay, das Ding hat er eh schon kaputt geschossen. Ah, alles gelingt ihm auch nicht, guck. So, jetzt sind wir hier oben. Nee, nicht mit mir, nicht ein zweites Mal. Oder ein tausendstens Mal. Das ist aber Akku jetzt, das ist richtig aggressiv. Hä? Ach, da ist er. Das ist ein Kristall. I got it! And the crystal too! Jolly good! The lizard folk priest will be eager to see that. Take it back to the village and keep an eye out for more machines. They're feisty. More than usual. I shall return once I've learned more. Good luck. 1,5 Kilometer. Oh! Okay, das überleben wir auch noch. Aber. Er kommt von hier eh nicht mehr weg. Neuer Versuch. Also das mit dem Respawn, das ist echt mega wichtig hier. Gehen wir jetzt mal hier lang. Nochmal eine kleine Abkürzung. Was keine Abkürzung ist. Ah ja, hier muss man jetzt erstmal lang da hochkommen, ne? Die müssten echt hier irgendwie blau und hier rot sein.
Ah, von hier ist aber überhaupt kein Weg dahin, okay. Ja, wir müssen hier hoch. Irgendwie müssen wir hier hochkommen. Okay, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's, glaube ich. Guard. Ach, die sehen ja süß aus. Tohir made the right choice choosing you. Good work. The crystal. Show it to me, quickly. Yes. One of the sacred crystals. I must return it to the shrine. The mountain shall sing once more. Two more crystals are required to reawaken the sacred mountain. Good luck, Guardian. A gateway bars the way to the other areas of the island. Our techsmith, Sarala, should be able to open it for you. Good luck, Hunter. Okay, wir müssen jetzt in die Richtung wieder. Okay, da es jetzt so ruckelt, werde ich mal ganz kurz neu starten. Werde ich natürlich rausschneiden. Aber es ist jetzt echt extrem und ich hoffe, das ist nur wegen der Aufnahme so. Oder weil ich eben an den Einstellungen rumgespielt habe. Kann natürlich auch sein. Okay, wir sind wieder im Spiel und es ruckelt nicht mehr. Schon mal positiv. Ich hoffe, es bleibt auch so. So, jetzt müssen wir da hinten hin. Boah, wie kommen wir denn da hin, ne? Wie kommen wir da hin? Ja gut, wir können jetzt probieren hier mal rüber. Da würden wir auch nicht rüberkommen. Okay. Doppelsprung geht auch nicht. Nee, okay. Ah, dann müssen wir hier lang. Jetzt läuft es ein bisschen besser und auch, ja, wenn es jetzt flüssig läuft, ist es ein bisschen einfacher, die Dinger auch zu erwischen. Ich hätte doch einfach mal von den Dingern wegbleiben sollen, von den Videoeinstellungen. War zu viel mit Aufnahme und und diesen hohen Einstellungen. Ist das irgendwie Leben oder so? Wow. Was jetzt? Okay, irgendwas. Also die sind gefährlich, wenn man da in die Nähe kommt. So läuft das gut, ey. War ich doch nicht ganz unfähig. Nur halb. Okay, so kriegen wir wieder Speed. Hey! Sarala! Hi! Come here. No, get this. Look, I got the power cord back online on this one. You'll be able to open it now. See those glowing panels?
You just have to trigger each of them. That fancy bow thing that you hunters carry. Okay, was ist das für ein Rätsel? So einfach alle abschießen. But we need some additional parts to repair it. Scout the area out. If you find the parts, bring them here and I'll put a new core together for you. Okay, wir sollen irgendwelche Teile finden, damit sie uns dann was bauen kann. Probieren wir einfach mal, oder? Da stand doch gerade noch 300 Meter in die Richtung, oder? Da sind die Teile. Oh, hab ich Glück gehabt, dass ich die noch erwischt habe. Muss man ja irgendwie hochkommen jetzt, oder? Okay, scheiße. Ah, Mist. Nein, 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 nein. Puh. Okay, da kommen wir nicht hin. Auch nicht. Ein bisschen hin und her schwingen, ja, okay. Und loslassen. Yippie. So ist das nächste. Da ganz oben sehe ich, da sehe ich was. Das ist nicht so weit. Der ist auch nicht so weit. 365 Tage später. One part left. Ja. Ist kein Problem, finden wir. Au. Nein, nein, nein! Really? Wo ist das Teil schon wieder? Jawohl, da ist es doch. Lass mich jetzt nicht im Stich. Ich muss ein bisschen... Bisschen schaukeln hier. So. Nach vorne, nach hinten. Nach vorne, nach hinten. Ich würde am liebsten jetzt so springen. Okay. Da bist du, das letzte Teil. Well done, Hunter. Yes. Ja, jetzt bauen wir was Gutes. You'll find another door further in. Insert this and you'll be able to shoot its activation panels. Off you go then. Don't dawdle. Manchmal klappt so zack 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 zack. Okay. Mach es auf!
eigentlich richtig cool, wenn man so ein, ja, wenn dann so ein Flow ist. Man kann wirklich zack, zack, zack und irgendwo hin. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und das macht keinen Spaß. Den Bossfight machen wir noch. Man muss ja immer in Bewegung bleiben. Oh mein, das ist hinter mir her, glaube ich. Na komm. Wir müssen auf der anderen Seite. Nervt gerade ein bisschen. Na komm, komm. Oh. Jetzt mal nur in Bewegung. Muss ja nur noch ein Schild, oder? Endlich. Komm. Who's next? Ach, stirb doch endlich. Das ist unglaublich.
Trifft der? Natürlich nicht. Wo hat er noch eins? An der Seite da. Wo hat er denn jetzt noch ein Schild? Wo hat er noch ein Schild? Yes. Lappen. Haben wir einen angeflogen? Sarala, the techsmith, and see if she's got the next power orb ready for you. I shall return to my search. We shall uncover the source of these beasties. Good luck! Ja, flieg einfach weg, ne? Mach's gut. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auch hier Schluss. Ja, nettes Game und ja, Fazit ist, also wer auf sowas steht, so ein bisschen... Ihr habt ja gemerkt, es gibt Passagen in dem Spiel, wo man echt ein bisschen Ruhe hat und überhaupt nichts machen muss, außer hier irgendwas suchen und klettern und schwingen, sag ich mal. Ist ja mehr schwingen als klettern. Und dann hat man auch wieder, wie gerade, so Action-Passagen und wer sowas mag, also der ist mit dem Spiel echt gut bedient. Es ruckelt jetzt auch überhaupt nicht mehr so, also es lag definitiv daran, dass ich eben die Videoeinstellungen zu hoch geschraubt habe und da kam das Spiel, glaube ich, nicht wirklich drauf klar. Und jetzt lief es butterweich. Ihr habt auch gemerkt, es fällt einem dann viel leichter, wenn es nicht ruckelt, diese Dinge alle so zu treffen, wie man möchte. Und ja, ich finde es echt ein cooles Game. Es ist mal was anderes auf jeden Fall. Iragon geht ja in die ungefähr so in die gleiche Schiene, nur ein bisschen ja, mehr Rollenspielanteil, sage ich mal. So wie es gedacht ist, ist ja noch eine ganz frühe Alpha. Aber das ist echt cool. Diese Mechanik funktioniert echt super. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob man hier auch Upgrades bekommt, dass man auch wirklich weiter noch diesen Greifhaken schießen kann. Das wäre echt nice. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video und Dankeschön fürs Zuschauen. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert habt, drückt da mal auf den Abo-Button, würde mich echt freuen. Und ja, das Video liken natürlich. Und ja, wer Bock hat, kann mir auch gerne was unter die Kommentare schreiben. Da freue ich mich auch immer drüber. Und bringt einen natürlich auch so ein bisschen im Ranking höher. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.